Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Duale Seelenprozess, nächster Schritt. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Akuisia, ich grüße dich, das ist dein Video und ich starte mit Astrologie nach indischen Berechnung. Du hast Aszendent Schütze und das bedeutet in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Du bist ein Kind davon und diese Energie begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, beeinflusst deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Die Schütze gehört zum Feuerelement und das bedeutet aktiv zu sein, mutig zu sein, einiges in Bewegung setzen mit voller Begeisterung. Die Schütze kann man von vielen Dingen auch begeistern und neigt auch dazu, die Orientierung zu verlieren. Schütze ist sehr beweglich. Die Pfeil der Schütze zeigt aber eine Richtung, eine bestimmte Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Spirituell bedeutet, hier sind unsere Wünsche. Wenn du Wünsche hast, und dass du als Ziel setzt und dich das auch begeistert, dann hast du Orientierung in dein Leben. In deinem Geburtshoroskop befindet sich in diesem Bereich kein Planet, aber zur Zeit bewegt sich hier ein rückläufiger Saturn, ein rückläufiger Pluto und Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten, der Drachenkörper und symbolisiert die Vergangenheit und aktiviert karmische Themen, all das, was man im früheren Leben schon erlebt hat. Ketu bewegt sich im Tierkreiszeichen Schütze und bleibt bis Ende 2020 hier. Und hast du damit persönlich was zu tun? Und hier kommen Erinnerungen, karmische Erinnerungen. Ein rückläufiger Saturn bewegt sich hier auch. Saturn ist bis 19. September rückläufig, dann dreht sich die Richtung. Und das hat mit dem Schicksal was zu tun. Saturn ist der Planet der Schicksal. Solange bis rückläufig ist, bis 19. September, kann sein, dass alles gebremst ist, geht nichts voran oder hat das mit Vergangenheit was zu tun. Ab 19. ändert sich die Richtung und bewegt sich bei dir einiges schicksalhaft und das hat mit deinem Leben, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner persönlichen Umgebung auch was zu tun. Saturn ist der große Lehrmeister und belehrt dich, deine Persönlichkeit im Ausdruck bringen. Pluto zeigt, wir sollen auf die Wesentlichen konzentrieren und all das, was Zeit, Energie raubt, davon verabschieden, loslassen, trennen. Pluto ist gerade auch rückläufig, oft hat das mit Vergangenheit was zu tun und bewegt sich auch hier in diesem Bereich. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen und das hängt energetisch zusammen. Wenn jemand sagt zum Beispiel, ich bin es nicht wert,
ich habe das gar nicht verdient, dass diese Menschen haben immer weniger Geld. Stattdessen sollen wir unseren Gedanken ändern und sagen, ich bin es wert. Ich habe das im Besitz, ich habe das auch verdient. Und dann verbessert sich sogar die Finanzen. Hier hast du Steinbock-Energie. Steinbock ist streng und schränkt uns ein, besonders in jungen Jahren. Und das sind auch finanzielle Einschränkungen. Oder hat das mit deinem Selbstwertgefühl was zu tun? Das kann auch durch Erziehung sein. Du bist es gar nicht wert. Also solche Äußerungen, solche Sätze, und das wirft alles zurück. Steinbock stabilisiert aber etwas, und das spüren wir im zweiten Lebenshälfte. Da erleben wir ein Stück paradiesische Erde, weil wir können etwas befestigen, was für uns wertvoll ist, und du kannst auch deine Finanzen dadurch verbessern. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier Mond. Das bedeutet, achte auf deinen Gefühlen, und deine Gefühlen haben einen Einfluss auf deine Finanzen. Schuldgefühl führt zum Schulden. Verlustangst führt zum Verlust, auch Geldverlust, also auf die Gefühle achten. Dritter Lebensbereich ist der Schule des Lebens, und hier haben wir Prüfungen, und wir sollen unserem Konkurrenten oder Rivalen uns behaupten. Und in diesem dritten Lebensbereich kommen auch die Erinnerungen an die Schulzeit. Und es ist nicht die Noten gemeint, sondern das Verhalten. Wie hast du dich damals behauptet? Warst du überhaupt ernst genommen? Weil das zieht sich wie rote Faden in unserem Leben. Hier hast du Wassermann-Energie. Wassermann ist die Zeit vorausdenkende mit großartigen Ideen. Das kann sein, dass damals gut angekommen ist in die Schule. Kann auch sein, dass du gar nicht konzentriert warst, weil du warst schon gedanklich viel, viel weiter. Wassermann zeigt auch, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und das ist deine Prüfung, das ist deine Schule des Lebens, damit bewusst zu sein. Das ist Luftelement, und das gibt dir die Leichtigkeit oder befreit dich von etwas. Die vierte Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, und das gibt die Basis, die Fundament, und hat mit unseren Traditionen, mit unserer Herkunft und unserem Zuhause auch was zu tun. Hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Es ist nicht einfach, im Wasserelement Halt zu bekommen. Ist aber das die Basis, und hier sollst du Halt bekommen. Wasserelement hat mit Gefühlen was zu tun. Also wenn du deinen Gefühlen ordnen kannst, das gibt dir die Stabilität im Leben. In diesem Sternbild sind es zwei Fische, und sie schwimmen im Ozean der Gefühle, aber in verschiedenen Richtungen. Die eine Fisch hat Angst und zweifelt an allem und zweifelt an sich selbst und hat Selbstmitleid, und alle leiden mit, das wird festgehalten, das zieht alles nach unten und blockiert. Der andere Fisch vertraut das Wasser. Was kann bei einem Fisch passieren? Das Wasser trägt auch und hat dieses Urvertrauen. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und hier kommen die Träume. Die Träume, die Visionen. Das ist hier dann Neptun-Energie. Immerhin, Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fische. Eine Vision zum Haben, ein Bild
davon zu haben, was du erreichen möchtest. Auch beruflich, auch familiär, auch finanziell, auch in der lieben Partnerschaft, in jedem Lebensbereich brauchst du einen Plan, eine Vision, eine Vorstellung davon. Das genügt aber nicht. Man soll daran auch glauben und das Vertrauen und dann loslassen und geschehen lassen. Und dann kommt es in eine fließende Bewegung. Und hier ist der Reichtum verborgen. Und diese Bilder, wenn du daran glaubst, das gibt die Halt, die Stabilität, die Basis in dein Leben. Für dich ist das aber ein Neuland, weil Rahu befindet sich hier. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten. Und das zeigt einen karmischen Weg, was du noch gar nicht kennst. Aber deine Seele sucht oder hat diesen Weg ausgesucht, weil du brauchst es. Und das ist die Fischenenergie. Fischen zeigt auch Kreativität, die Träume zu leben, Intuition und auch Inspiration, auch die künstlerische Begabung. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder, bedeutet unsere eigenen Kinder, aber auch die Kindheit und das innere Kind. Dieser fünfte Lebensbereich zeigt Lebensfreude oder zeigt, so wie die Kinder das auch uns zeigen, spielen. Viele Dinge im Leben spielerisch betrachten. Hier hast du die Widerenergie. Natürlich zeigt das Kraft und Mut, aber auch viel Kampf, besonders was die Kindheit betrifft. Es ist nicht nur die Elternhaus, sondern die Verbindung zum anderen Kinder. Das war schon eine Herausforderung für dich, dich ständig zu behaupten. Aber hier hast du die Lernaufgabe, weil Saturn befindet sich in dein Geburtshoroskop genau in diesem Bereich. Und zeigt, wie wichtig das ist, das Leben spielerisch betrachten, zum Leichtigkeit kommen und mal genießen. Hier bewegt sich zurzeit Uranus, bleibt noch einigen Jahren im Widder nach indischen Berechnung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Jetzt hast du die Chancen, das zu verändern. Zeigt auch deine schöpferische Kraft und deine Kreativität. Im sechsten Lebensbereich ist die Alltag, die Pflichten, die Arbeit und Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du Stierenergie und Stier zeigt Bodenständigkeit, das ist Erdeelement. Auch um die Finanzen kümmern, um das Besitz auch. Und Ruhe, Gelassenheit. Und es ist auch, mal auch die Arbeit auch mal genießen. Du brauchst im Arbeitsplatz die Ruhe. Und dann kannst du auch gut anpassen und arbeiten. Der siebte Lebensbereich ist Liebe, Partnerschaft. Und hier hast du die Zwillingsenergie. Und zurzeit bewegt sich hier Rahu, die aufsteigende Mondknoten. Und Rahu bleibt hier in den Zwillingen bis Ende 2020. Rahu zeigt einen karmischen Weg. Du sollst in diesem Weg gehen, aber du kennst dich hier noch nicht wirklich aus. Das kann auch eine neue Begegnung sein oder Neuigkeiten oder eine neue Einstellung zum Liebe, Partnerschaft und das, was dich befreit, was deine Seele sucht auch oder deine Seele lenkt in diese Richtung. Du wirst hier Lebenserfahrungen machen, dieses Jahr und nächstes Jahr. Die Zwillingsenergie zeigt, wie wichtig das ist, die Leichtigkeit, das ist Luftelement und das spielerisch betrachten, nicht zu schwer nehmen. Die achten Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das mit Todesfall und mit Erbschaften auch was zu tun. Ich bezeichne diesen Lebensbereich eher als das Leben erhalten bleiben.
Und dazu gehört Sexualität und auch von vielen Dingen loslassen, verabschieden, damit wir im Kern der Dinge bleiben können. Das ist die Konzentration. Hier wirkt Pluto. Und das sind die Erneuerungsprozesse. Hier hast du die Mars-Energie. Mars in dein Geburtshoroskop im 8. Lebensbereich im Krebs. Das zeigt deine Kraft. Und du brauchst immer wieder die Erneuerungsprozesse, loslassen, verabschieden von Gedankenmustern, von Kontakten, von Ängsten, manchmal sogar Gegenstände, was deine Kraft raubt, damit du in diesem inneren Kraft bleiben kannst. Mars bedeutet auch der Mann, dein Partner, und mit Krebsenergie ist gefühlsvoll und sehr familiär. Im 9. Lebensbereich ist Reisen, Ausland, Auslandskontakte oder eine innere Reise, Glaubensrichtung oder Spiritualität oder eine höhere Bildung. Hier hast du die Löwe-Energie und das ist für dich wirklich sehr wichtig, weil in deinem Geburtshoroskop befindet sich hier die Sonne, Jupiter und Pluto. Sonne ist dein Selbstdarstellung und Löwe und die Sonne zeigt, im Mittelpunkt zu sein. Das kann natürlich bedeuten, dass du im Ausland solche Lebenserfahrungen machst und da findest du dich wieder oder geht es in eine spirituelle Richtung. Hier hast du auch die Weisheit, bei Jupiter vermittelt es auch, und auch deine inneren Größe. Und auch Pluto ist auch hier, das ist die Konzentration, weil das sehr wichtig ist. Zurzeit bewegt sich hier Sonne, Mars, Venus, Merkur. Alle bewegen sich relativ schnell. Also das löst nicht unbedingt schicksalhafte Ereignisse aus, aber hier ist jetzt gerade die Liebesenergie, auch die Kontakte, Gespräche, und das Licht, die Klarheit, die Orientierung, also wird dieser Lebensbereich jetzt zurzeit aktiviert. Die 10. Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes, das zeigt, wie man Ziele erreicht, die Öffentlichkeit, die Berufung, eine Richtung, wo wir Anerkennung bekommen. Hier hast du die Jungfrau-Energie und das zeigt die Bescheidenheit und auch die kluge, diese analytische, denkende Jungfrau, auch ein Heilenergie, was du beruflich auch umsetzen kannst. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier Merkur, das sind die Handlungen, die Gespräche, in Kontakten, auch in Öffentlichkeit, aber auch in beruflichen Richtung. Hier hast du die Venus-Energie und entweder Liebe im Arbeit, das kann auch sein Berufung sein, oder bedeutet deine Kreativität und das kannst du beruflich im Ausdruck bringen. Hier befindet sich Uranus in deinem Geburtshoroskop und sorgt für unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Begegnungen. Und hier hast du auch Ketu. Ketu im Jungfrau, im 10. Lebensbereich. Ketu ist die absteigende Mondknoten und zeigt Vergangenheit. Das sind die karmischen Erinnerungen. Da kennst du dich aus. Natürlich ist die Jungfrau sehr bodenständig und sehr auf die Realität bezogen. Ist auch klug und kann alles untersuchen. Manchmal ist kritisch anderen gegenüber, oft auch sich selbst gegenüber. Und diese guten Eigenschaften sollst du leben, bewahren, behüten, das sind deine Erinnerungen. Aber geh in Richtung Fischen, weil das, was deine Seele braucht, das ist der neue karmische Weg. Das Vertrauen, Vertrauen, das Fluss des Lebens und auch mal erlauben, Träume zu haben.
11. Lebensbereich sind die Wünsche. Wünsche, Hoffnungen und Freundschaften bedeutet auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie zum Beispiel ein Sportverein oder eine Partei. Hier hast du die Waage Energie. Das ist schön und harmonisch. Deine Wünsche sind die Gerechtigkeit, aber auch Partnerschaft. Und du liebst auch die Harmonie, auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Aber du neigst dazu, andere zu gefallen, weil du möchtest Anerkennung oder geliebt zu werden. Wenn diese Waageschale im Gleichgewicht bleibt, als Geben und Nehmen im Gleichgewicht, dann ist das wundervoll. Wenn aber das ausgenutzt wird, dann kippt die Waageschale und du findest, fühlst du dich dann verletzt und findest es als ungerecht. Im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse des Lebens, zeigt auch karmischen Themen. Hier hast du Skorpion und Neptun hier. Neptun hat einen guten Bezug zum Skorpion, weil Neptun ist Poseidon, das Gott des Meeres. Und Skorpion ist Wasserelement, also Neptun fühlt sich im Wasserelement natürlich wohl. Das ist aber eine innere Reise. Das ist die Transformation, die Gefühle, damit du endlich deine Träume leben kannst. Und ich kann das so erklären. Es gibt zwei grundverschiedenen Systeme. In einem System sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht, Neid, Aggression, Wut und Hass. Diesen Gefühlen blockieren. Neid und Hass ist sogar zerstörerisch. Das ist das eine System. Der anderen System sind die positiven Gefühle. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Mut, Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Liebe. Diese positiven Gefühle haben eine göttliche Quelle und die sind schöpferisch. Wir kennen beide Seiten, weil wir kennen Angst, wir kennen auch Schuldgefühl. Und haben auch mal Wut. Das sind negative Gefühle, was uns blockieren. Und das ist in unserem Körper, weil wir haben in unserem Körper Energiefelder. Und diese Kundalini-Energie steht in Verbindung mit diesen Gefühlen. Die eine Kundalini-Energie, das ist eine Schlangenenergie, was alles nach unten zieht und blockiert, das ist immer mit negativen Gefühlen verbunden, wie Angst zum Beispiel. Die andere Kundalini-Energie, die zweite Schlangenenergie, befreit und heilt und steigt die Energie nach oben. Diese zweite Schlangenenergie zeigt die Weisheit, die Heilung. Und es ist immer mit positiven Gefühlen verbunden, wie Liebe. Und das ist hier die Transformation. Raus aus Angst, raus aus diesen negativen Gefühlen und in positiven Gefühlen bleiben. Es ist nicht nur unsere Emotionen verbessert sich dadurch, sondern auch die Gesundheit. Weil die negativen Gefühle kränken uns auch. Und das ist diese Wandlung. Und wenn du in diesem Erneuerungsprozess bist und lebst die positiven Gefühle und bist im Vertrauen, dann wirkt Neptun hier. Und Neptun sind die Träume. Neptun hat einen Bezug zu unseren Träumen. Und das ist das ganze Geheimnis in deinem Schicksal. Leb deinen Traum, glaub daran. Und ich habe dazu eine gute Übung. Jeden Tag 5 Minuten, komm zur Ruhe, schließ deine Augen,
Nicht viel grübeln oder nachdenken im Alltag, sondern pflege diese Bilder, wie du das vorstellst. Und fühle das, wie schön das ist. Auch in die Liebe, Partnerschaft, dass er da ist, dich im Arm nimmt, fühle das. Und dann nicht mehr daran denken, loslassen, einfach geschehen lassen. Nächsten Tag machst du wieder 5 Minuten lang diese Übung. Jeden Tag lenkst du die Aufmerksamkeit auf diese Bilder. Du lenkst da Energie. Und die Energie manifestiert sich. Und das ist schöpferisch, das ist die schöpferische Kraft. Und passiert auch Wunder, du lebst deine Träume. Jupiter ist die große Glücksplanet, bewegt sich zurzeit in Skorpion und aktiviert diese Thematik und gibt dir die Chancen und Möglichkeiten. Und jetzt zu dieser Legung. Deine jetzige, momentane Situation beschreibt dieses Bild. Dieser Mann zeigt die Feuerelemente. Und das bedeutet Begeisterung, all das, was dich gerade begeistert und hast auch den Mut dazu, das in Bewegung setzen, öffnet sich neue Türen, neue Möglichkeiten. Du sollst nur den Blick in die Richtung lenken, wie die Schütze, wie ich gesagt habe. Die Feuerelement von Schütze, die Begeisterung und die Pfeil der Schütze Richtung Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und genau energetisch hier sind unsere Wünsche. Das ist die Richtung, was dich begeistert und was du wünschst. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt die Sonne. Sonne symbolisiert dein Selbst und du hast einen besonderen Bezug zum Sonne, weil du bist im Löwe geboren. Und über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und das ist die Selbstdarstellung. Und so wie die Sonne das Zentrum unserem Sonnensystem ist, du bist das Zentrum in dein Leben. Du bist die wichtigste Person überhaupt. Und das ist wie ein Neugeburt. Die Kinder zeigen diese Neuigkeiten. Und dann hast du eine ganz andere Ausstrahlung, eine sonnenhafte Ausstrahlung. Und nimm das spielerisch. Du sollst zu dieser Leichtigkeit kommen. Deinen Gefühlen zeigt dieses Bild. Das ist genau das, was ich erzählt habe. Egal, was du vorhast, eine berufliche Veränderung, finanzielle Verbesserung, oder in die Liebe, Partnerschaft, dieses Glück zu haben. Du brauchst eine Vorstellung. Du brauchst ein Bild davon. Und wenn du diese Bilder pflegst, weil du das übst, das manifestiert sich vielleicht nicht sofort, weil diese Karte zeigt auch die 4 Elemente und die 4 Jahreszeiten. Also braucht man bis ein Jahr oder innerhalb ein Jahr, also auch geduldig sein, bis diese Energie sich manifestiert. Deine inneren, deine seelischen Bereich, was würde deine Seele dir sagen? Das zeigt dieses Bild. Deine Seele flüstert dir, du bist in diesem Kreuzung. Dein Schicksalsweg ist gerade hier in die Mitte. Und das bedeutet Neuorientierung. Man weiß nicht, in welche Richtung. Ist es berufliche Neuorientierung oder in die Liebe, Partnerschaft eine Neuorientierung? Das lassen wir offen. Fakt ist, dass du jetzt zurzeit neu orientierst. Bedeutet aber auch, dass hier Schicksalswegen kreuzen sie sich und das sind immer wichtige Begegnungen. Und darauf sollst du vertrauen und davon auch begeistert sein. Immerhin hier wirkt die Feuerelement. Was hilft dir, was unterstützt dich? Das ist die Luftelement.
Du bist die Königin der Luftelement. Und das bedeutet Leichtigkeit, aber auch Kommunikation, auch deine Ideenreichtum, das zu verwirklichen, das zu beherrschen und auch loslassen. Dieses Schwert zeigt die Trennung, von allem trennen, was dich betrügt, was dich hindert, auch von Ängsten befreit zu sein. Dein nächster Schritt zeigt dieser Ritter der Münzen. Die Münzen symbolisieren natürlich die Finanzen. Das wäre wichtig, auf deine Finanzen achten, indirekt auf deine berufliche Situation. Dieses Bild zeigt, wenn das instabil wäre, wenn das rutscht aus deiner Hand momentan, also befestige das. Die Münzen symbolisieren auch die Werte und Wertschätzung. Stehe zu deinen eigenen Werten. Es ist wichtig, dein Selbstwertgefühl befestigen. Was ist seine Lernaufgabe und was ist deine Lernaufgabe? Das zeigen diese Karten. Das ist seine Lernaufgabe und das ist deine Lernaufgabe. Seine Lernaufgabe ist raus aus dieser Traurigkeit. Die Karten haben symbolische Bedeutung. Das kann auch seine Haltung sein. Und er soll etwas in Bewegung setzen. Möglich ist auch, dass er dich jetzt alleine gelassen hat und du bist traurig und er lässt es einfach zu, sollte aber nicht. Deine Lernaufgabe ist auf diesem Rad Vertrauen. Und dieser Rad symbolisiert die Schicksal, dein eigenen Schicksal Vertrauen. Und diese Richtung bewegt sich immer in die Richtung, wo du schaust. Dazu muss aber die Augen öffnen, das heißt Ziele setzen. Die einzige Bremse hier ist die Angst. Wenn hier Angst kommt, dann bremst diese Bewegung. Blockiert, geht nichts voran. Herzöffnung. Hast du sein Herz geöffnet oder kannst du etwas tun, damit sein Herz offener wird und kann endlich über Gefühle sprechen? Sein Bedürfnis ist nach Zweisamkeit. Das zeigt hier die Zahl 2. Aber er ist gerade dabei, das zu verspielen, so wie diese 2 Männer hier spielen. Warum riskiert er diese Zweisamkeit? Weil er kümmert gerade nicht um dich. Er lässt dich alleine in dieser Traurigkeit. Was stört in diesem Bild? Das ist eine dritte Person und diese dritte Person hat hier gar nichts zum Suchen. Und beobachtet die Spielregeln. Vielleicht mischt sich sogar ein. Ich würde nicht sagen, dass jetzt das eine andere Frau ist, aber jemand mischt sich da ein und beobachtet das oder er hat das Gefühl, dass jemand beobachtet euch beide. Möglich ist auch, dass er schaut, was bei dir los ist. Und falls du jemand kennenlernst, dann meldet er sich. Also das wäre auch eine Möglichkeit, diese Karte so zu deuten. Sein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Er setzt etwas in Bewegung mit voller Begeisterung. Das kann sogar sein, dass er entgegenkommt. Seine Gedanken kreisen in diesem Bild und es sind Einflüsse von außen und Streitigkeiten. Das würde gut passen zu diesem Bild und das ist eine große Herausforderung für ihn. Seine Gefühle, das sind die Hoffnung und die Wünsche und Sehnsüchte. Aber die Zahl 3 ist instabil. Die Zahl 2 wäre Zweisamkeit, die 4 wäre Stabilität und das ist da dazwischen.
Das heißt, er braucht noch ein bisschen Zeit, bis hier etwas befestigt ist. Aber das kommt, weil die Anker zeigt das auch an, verankert zu sein. Und er wird das auch befestigen. Der Hund zeigt auch Treue. Und im Hintergrund das Schiff und das Wasser symbolisiert seine Wünsche, seine Sehnsüchte und Hoffnungen. Genauso wie diese Mondlandschaft, weil das ist die Sprache seiner Seele. Und die Mond bedeutet Träume. Träume, Visionen, Sehnsüchte, aber auch Rückzug, Empfängnis. Mond zeigt eher die Empfängnis. Das kann ein Hinweis sein, das erwartet, dass du meldest, oder er versucht damit im Ausdruck bringen, du sollst an diesem Träume vertrauen und auf ihn warten und du wirst es auch empfangen. Mond zeigt auch das Seelische, dass ihr beide seelisch miteinander verbunden seid. Und es ist sogar möglich, dass im Traumbild erscheint diese Liebe oder habt ihr telepathische Verbindung. Ich befrage noch mein Pendel. Wird er zurückkommen, weil er dich liebt? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, kannst du sicher sein. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, dann bedeutet nein, er kommt nicht mehr. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet vielleicht, man kann nicht wissen. Oder bedeutet, wir sollen diese Frage noch nicht stellen. Kommt er zurück, weil er dich liebt? Ja, nein oder vielleicht? Momentan bleibt noch stehen. Das ist das Abwarten, die Geduld. Dann kommt eine langsame Bewegung. Das bewegt sich in deine Richtung und zeigt, ja, er kommt zurück, weil er dich liebt. Liebe Aquisia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.